Darf ich vorstellen, das ist die Österreich-Version, also 16-Joule-Version der HDS68. Das nette Teil ist die einfach draufklopfen. Einmal. Zweimal schießen, Shotgun. Wenn du wissen willst, was dieser Paintball-Knaller kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese NXGPS300 Shotgun Paintball. Und zwar in Kaliber 68. Ich habe jetzt hier solche Kalkball, solche Markierer-Bällchen. Die passen da schön rein. Schau her. Die setzt du da ein. Dann klappst du zu. Und dann ist die Sache mal fertig. Dann gibt es hier einen die Möglichkeit auszuwählen, welcher Lauf geschossen wird. Es gibt auch diese Position, da werden beide Läufe gleichzeitig geschossen, aber bedeutet auch, dass die Energie, die rauskommt, halbiert ist. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn du wirklich Wumms haben willst, zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal den einen Lauf und dann umzustellen und dann den zweiten Lauf. Dann wieder aufmachen. Neue Moon rein und dann wieder. Und das kann man jetzt ein paar Mal tun. Jetzt wird es dann auch schon wirklich weniger. Jetzt ist es aus. Dann gibt es hier hinten einen Druckanzeiger, auf den drückst du jetzt drauf. Lässt das restliche CO2 raus. Dann kannst du hier aufschrauben. Dann fällt die CO2-Kapsel raus, das ist eine 12 Gramm CO2-Kapsel, ganz normal, billige Einwirkung. Das Ganze gibt es natürlich bei mir im Shop und die Sache ist erledigt. Also so funktioniert das mal grundsätzlich, aber jetzt wollen wir ein bisschen einen Schusstest machen, oder? Also das Teil hat 16 Joule und ich habe da vorne eine Styrodurplatte, das orange Teil da aufgestellt. CO2-Kapsel neu wird hier eingebracht, bis ganz nach hinten, siehst du ja. Dann einschrauben. Bis Anschlag, nicht weiter, das reicht jetzt schon. Gut, jetzt ist sie im Standby. Siehst du auch hier ist dieser Gasdruck- oder CO2-Druckhebel oder Anzeiger. Ja, Hebel ist vielleicht der falsche Ausdruck. Dann muss ich aus meiner Jacke diese kleinen Kügelchen hier raus operieren und raussuchen. Das wird hier eingesteckt, das ist meine runtergefallen, ist eh ganz klar, die werden wir dann nachher verwenden. Zumachen. So, jetzt passiert einmal gar nichts. Das heißt, ich muss hier hinten klopfen, auf den roten Knopf sozusagen. Und jetzt kann es losgehen. Na, ich bin gespannt. Daneben? Nein, nicht daneben. Das war gar nicht daneben. Der ist abgeprallt. So, noch einmal. Keine Sorge, das ist Gelatine, das heißt, das ist biologisch abbaubar. Also keine Sorge, das ist kein Plastik, das hier herum liegt. Ja? So, also noch einmal. Jetzt schau mal hin. Nein, also der erste war doch daneben. Der war doch daneben. Der war doch daneben. Schau mal her. Einmal, zweimal, dreimal. Das Loch hat das in diese Styrodur reingeschossen. Also 16 Joule, das ist kein Spaß. Lustig, das habe ich jetzt hier unten liegen gesehen, also das war das hier, oder eigentlich von hinten, und das hat es da rausgeschossen, also hui. Jetzt gibt es das Teil auch als HDS in Deutschland, mit der Deutschland-Version, das erkennt man an dem F, die freie Waffe, funktioniert genauso, halt nur 7,5 und ist schwarz. Und die graue ist die Österreich-Version in 16 Joule. Schicken wir nicht nach Deutschland, tut mir leid, ist einfach so. Sonst ist alles das Gleiche. Und jetzt wollen wir mal, es sind drei Löcher ja drinnen. Jetzt wollen wir mal schauen, was das mit der 7,5, was die macht. Allein der Sound. Das schauen wir uns an. Unglaublich. Also, die Kugel, die liegt da unten. Die ist abprallt, die kann ich noch einmal verwenden. Und da liegt die zweite. Und ja, also da sind sie. Das hat nicht durchgestanzt. Ja, da sind noch die alten Löcher. Das habe ich da ja reingestopft vorher.
kannst du dich noch erinnern, die 16. Schule geht durch und die bleibt stecken, also man merkt das wirklich exorbitant. Also eins ist klar, die 16. Schule, das ist schon eine andere Welt und ich werde mich von dir sicherlich nicht beschießen lassen. Ich habe schon sehr häufig Schusstests gemacht, gebe da oben den Link, ja, von der HDP jetzt das letzte Mal und auch von der HDR anschießen lassen, aber von der, das ist so super, von der sicher nicht, also von der lasse ich mich sicher nicht anschießen. Ich denke jetzt, während ich dieses Video mache, noch darüber nach, ob ich mich von der 7,5 beschießen lasse. Aber auch da, ich habe mich ja von der HDP beschießen lassen. Meine Frau hat auf mich geschossen, auch übrigens mit diesen kleinen Kugelchen hier, mit diesen Paintball-Markierer-Kugeln. Und auch das hat wieder, wie gesagt, ich blende die Bilder ein. Also das wird hier natürlich ähnlich sein, aber es ist einfach die 7,5 lieb, aber die andere ist wirklich heftig. Ist einfach so, aber 7,5 ist ja besser als nichts. Die Frage ist, welche Munition kann hier geladen werden? Unterschiedlichste, alles was da angeboten wird, auch Slugs, die es hier teilweise gibt in Deutschland. Da gibt es dann einen eigenen Slugmaker, gebe ich da den Link auf Amazon. Da kann man sich seine eigenen Slugs machen, ist in Deutschland alles überhaupt kein Problem. Und wir bieten diese Kalkballs hier an und das ist die Idee dahinter. Ja, insgesamt ein bisschen ein schwereres Teil. Das heißt, man hat da auch wirklich schön was in der Hand. Ja, das kann man schon sagen. Also da tut sich schon einiges. Und ja, ich habe da noch eine kleine Funktionalität. Und zwar bei der Deutschland-Version und auch bei der Österreich-Version gibt es diese Picatinny-Schiene. Da gibt es Zubehör, zum Beispiel das hier. Leider in Deutschland nicht zugelassen. Das dürft ihr leider nicht haben, aber die Österreicher ja sehr wohl. Und zwar, ich habe jetzt hier von Olight eine Waffenlampe, die ich extrem genial finde. Ich habe die gerade im Test. Wir werden dazu auch noch ein Review veröffentlichen und ich werde sie auch in den Shop aufnehmen. Also da hast du jetzt die Möglichkeit umzustellen. Also einerseits einmal nur einen Laser, einen grünen Laser. Ja, dann kann man umstellen und kann jetzt zum Beispiel Licht oder Licht und Laser zusammen haben. Das ist recht nett. Aufpassen jetzt, ja, es gibt normal und es gibt diesen Strobe-Modus. Das ist sehr einfach einzustellen und das kann man hier vorne montieren und das ist ja sicher okay. Wenn das beim Paintball-Spielen genehmigt und erlaubt ist, dann ist das sicherlich okay. Leider, wie gesagt, in Deutschland nicht zugelassen, weil da Waffenlampen, die auf Picatinny-Schienen, also auch auf Faustfeuerwaffen oder anderen Feuerwaffen montiert werden können, verboten. Ich werde mir dazu eine Lösung überlegen, aber das kommt ein anderes Mal. Aber das geht schon mal ganz gut. Also fassen wir noch einmal kurz zusammen. Du hast auf der einen Seite die Möglichkeit, im Standby-Modus das Teil zu behalten, indem du die CO2-Kapsel reingibst, zudrehst und die Sache ist einmal erledigt. Ja? Und dann eben aktivierst, sobald du es brauchst. Du kannst irgendwas Schönes montieren, sofern das bei dir daheim erlaubt ist. Und du hast zwei Schuss zur Verfügung. Das bedeutet, du bist natürlich, was die Kadenz betrifft, doch eingeschränkt. Das heißt, wenn ich jetzt in den Modus gehe und einmal schieße, wenn ich jetzt den nächsten nachladen will, das muss geübt sein und dann muss ich im Endeffekt schon zur Verfügung haben. Aber das ist bei Schrotflinten, ob Doppel- oder Einläufige, ohnehin immer das Thema. Das muss man geübt haben. Ja? Das heißt, das muss irgendwo passen. Treffergenauigkeit, siehst du, ist gegeben. Du hast eigentlich kein richtiges Visier, sondern du zielst nur über diese Schiene hier. Oder du hast eben ein Leuchtpunktvisier mit dabei. Und um jetzt zum Beispiel beim Paintball-Spielen Mann Ziele zu treffen, du siehst, das ist überhaupt kein Problem. Das schieße ich intuitiv. Und jetzt kannst du sagen, ja, Rainer, du schießt viel öfter. Was richtig ist, ich schieße mit Armbrust und mit Paintball. Ich gebe da oben den Link auf die Armbrust, auf ein Armbrustvideo. Das mag schon sein, aber ich bin mir sicher, wenn du das ein bisschen übst, dann kriegst du das auch ganz locker hin. Ja, was soll ich noch sagen? Leider, wir verschicken die 16 Schulvariante nicht nach Deutschland. Ich weiß, das wäre schön, aber so ist das nun mal. Wenn du Fragen hast, stell sie mir sehr, sehr gerne. Es gibt die HDS 7,5 Joule auch bei uns im Shop. Die letzten Restposten, das was wir noch haben, haben wir noch. Die 16 Joule Österreich Version, die gibt es, ja, solange der Vorrat reicht. Oh, siehst, da ist mir gleich was aus der Hand gefallen, also das muss wirklich geübt sein. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass es wirklich extrem Spaß macht.
Daumen nach oben oder nach unten, Link in meinen Shop gebe ich dir natürlich auch. Lass auch ein Abo da und vielleicht einen Kommentar, was du von dem Teil hältst. Frei ab 18, erwerbbar. Ja, ich bin schon gar nicht mehr fertig. Wann ist denn da endlich kein Gas mehr drin? Daumen nach oben oder nach unten, Abo da lassen, da geht's in meinen Shop, kannst das Teil erwerben. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao.